Was tun, wenn man keine Lovebrand ist? Darüber hat Michael Rösner, Head of Social Media von Kaspersky, am 27.05.2020 bei der digitalen Social Conference gesprochen. Hallo Michael. Vielen Dank, Hallo. Dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns nochmal über das Thema deines Vortrags genauer zu sprechen. Wie bereits kurz erwähnt, bist du ja Head of Social Media. Und da würden wir jetzt gerne mal von dir wissen, was begeistert dich denn an deinem Job im Bereich Social Media? Ja, hallo erstmal. Was begeistert mich? Social Media ist natürlich ein Thema oder ein Gebiet, was jeden Tag anders ist. Es ist jeder Tag ist anders, die Themen, die Kanäle, die man bespielt, auch das Feedback. Und das ist halt auch, was mich begeistert. Man bekommt halt wirklich umgehend Feedback auf seine Posts, auf seine Tweets. Es kann positives Feedback sein, natürlich eben aber auch negatives Feedback, aus dem wir natürlich lernen, wo wir unsere Kanäle verbessern, unsere Strategie, wo wir es in unsere Strategie eben auch mit einfließen lassen. Und das ist eigentlich das, was eben Social Media für mich ausmacht. Kaspersky beschäftigt sich ja besonders mit dem Thema Cybersecurity und bietet digitale Sicherheitslösungen an. In deinem Vortrag auf der Social Conference hast du erwähnt, dass dieses Thema nicht gerade von sich Potenzial für eine Lovebrand bietet. Was sollte deiner Meinung nach eine Lovebrand mitbringen? Ja, es muss natürlich in erster Linie einen Mehrwert bringen dem Nutzer und dass er sich eben mit identifiziert. Und das ist für mich eigentlich so mit das Wichtigste. Und ich meine, viele sehen unter oder verstehen unter Lovebrand eben immer Brands wie jetzt zum Beispiel Apple oder irgendwelche Fashion-Brands. Es muss aber nicht unbedingt eben sein, sondern eben auch Unternehmen wie eben eine Antivirensoftware, ein Antivirensoftwarehersteller oder auch eine Versicherung kann zu einem Lovebrand werden, indem man eben Content ausspielt, der relevant ist, der einen Mehrwert bietet, wo eben auch der User oder auch der Kunde im besten Fall eben zurückkommt auf dem Blog, um sich eben zu informieren über neue Themen. Und das ist eben auch das Wichtige. Und das versuchen wir eben auch bei Kaspersky, dass wir eben mit relevanten Content kommen und eben auch auf einem relativ flachen Level oder niedrigen Level eben auch den Content begreifbar machen, weil eben viele eben nicht mit dem Begriff Malware was anfangen können oder Phishing. Und das versuchen wir eben halt zielgruppengerecht aufzubereiten und da eben dann auch den Mehrwert zu bringen, das eben auch interessant zu gestalten. Du hattest gerade schon erzählt, Content spielt eine richtige, wichtige Rolle, um als Lovebrand wahrgenommen zu werden. Was macht denn Kaspersky konkret, um als Lovebrand wahrgenommen zu werden? Also wir haben ein recht großes Team von Content-Editoren, die wirklich unheimlich viel Content erstellen, sei es jetzt eben Video-Content, Blogartikel etc. Wir haben natürlich viele Möglichkeiten und wir haben jetzt mittlerweile viele Möglichkeiten, sei es jetzt zum Beispiel Suchanfragen über unseren Blog, die wir auswerten, um da einfach zu schauen, nach was suchen eben die User, welche Inhalte interessieren. Das kann zum Beispiel ein Begriff sein, ein Keyword sein, wie jetzt Rootkits. Und wenn wir eben dann sehen, oh, der Artikel ist schon recht alt oder wir haben eben zu diesem gesuchten Keyword keinen Artikel, dann setzen wir uns hin und erstellen eben dafür Content. Das kann eben aber auch Videocontent sein, der mal so komplett in eine andere Richtung geht, eben wie jetzt von Tomorrow Unlocked, wo wir eben im Netflix-Format Cyber-Attacken oder Cyber-Vorfälle eben über Video oder per Video darstellen oder zeigen, eine Doku aufzeigen, die wir dann aber auch natürlich für verschiedene Kanäle wieder verwenden können, sei es jetzt eben ein Event, wo es eben um Finance geht,
oder eben auch für die junge Zielgruppe das Ganze eben ansprechend ist, weil man dann sieht, oh, es ist ja doch nicht so unspannend, wenn eben eine Cyberbande letztendlich 1 Milliarde US-Dollar ergaunert. Und versuchen es eben dadurch, das Ganze so ein bisschen schön zu verpacken und eben auch, dass es einfach konsumiert werden kann und jeder eben halt auch versteht, was dahinter steckt. In deinem Vortrag hast du auch erwähnt, dass ihr einen Markenbotschafter entwickelt habt namens Midori Kuma. Was versteckt sich dahinter und wie setzt ihr diesen für die Social-Media-Kommunikation ein? Ja, die Idee kam ursprünglich aus Japan von den Kollegen und es wurde halt in erster Linie wurde eben Midori Kuma für Commercials verwendet, also Werbespots für TV. Das Ganze hat sehr, sehr gut funktioniert, weil sich viele damit identifizieren konnten. Es gab dann verschiedene Anfragen von Medien oder eben auch von anderen Ländern. Und letztendlich gibt es mittlerweile ein Kinderbuch. Es gibt ein Video dazu. Also wir stellen momentan auch einen kleinen Film, einen Animationsfilm. Und wir nutzen im Endeffekt Midori Kuma dahingehend, dass wir mehr so in den Bereich Education gehen. Also wirklich so, wie erstellt man sichere Passwörter, dass eben auch sich so die jüngere Zielgruppe oder eben auch die Kinder damit identifizieren können und sehen oder eben ganz einfach, dass wir denen so den Umgang mit dem Internet beibringen, Mediennutzung, was ja mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Begriff ist. Und dafür nutzen wir ihn hauptsächlich, aber natürlich eben auch auf Events. Also, dass man sich mit Midori Kuma fotografieren lassen kann. Er war schon auf dem Oktoberfest, er war auf verschiedenen Events in Schottland, in Brasilien. Eigentlich gibt es fast schon, er war sogar schon am Südpol und am Nordpol auch. Also es gibt wirklich keinen Ort, den er nicht schon bereist hat. Wir nutzen ihn dahingehend wirklich als Markenbotschafter oder eben auch als Trainer, was Internetsicherheit oder eben auch vor allem für die jüngere Zielgruppe, was Mediennutzung angeht. Du hast es gerade auch schon ganz gut erwähnt, aber kannst du noch mal kurz zusammenfassen, welche Ziele verfolgt ihr mit dieser Social-Media-Strategie? Ja, in erster Linie natürlich möchten wir natürlich da sein, wo die Zielgruppe ist. Und das ist halt mittlerweile eben nicht mehr nur die eigentliche Webseite, weil wenn man eben nur die Webseite nutzt, kann man natürlich auch nicht den Content ausspielen, den man gerne möchte. Und man muss eben dahingehend dann erst den Kunden dazu bringen, dass er überhaupt auf die Webseite kommt oder klickt. Was wir halt versuchen, und da spielt halt bei uns der Blog eine sehr, sehr wichtige Rolle, unser Kaspersky Daily Blog, um hier eben eine zweite Plattform zu haben, wo wir den Content ausspielen können, der von unserer Zielgruppe konsumiert wird. Und wir nutzen an sich dann unsere Social-Media-Kanäle wie LinkedIn, wie Facebook oder YouTube oder Instagram, um eben da auf unserem Blog zu verlinken und um da eben zum einen Web-Traffic zu generieren und zum anderen eben auch, um dann den Content eben auszuspielen, den wir aufbereitet haben oder den wir eben speziell für die jeweiligen Zielgruppen entwickelt haben. Kannst du uns abschließend nochmal 3 Learnings mitgeben, was andere Unternehmen im Bereich Social Media machen können, um als Love Brand wahrgenommen zu werden? Ja, ein Learning, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist wirklich mal out of the box denken. Also wirklich mal nicht immer nur fokussiert auf Features oder auf welchen
welche Lösung oder welchen Mehrwert bietet mein Produkt oder eben meine Dienstleistung, sondern eben auch mal aus Consumer-Sicht das Ganze sehen, was bringt es dem User, wenn er mit mir kommuniziert. Es muss einfach ein Mehrwert rüberkommen und man muss sich gegenüber den Mitbewerbern auch so ein bisschen hervorheben. Also man muss anders sein und das kann man eben erreichen, wenn man eben auch anderen Content liefert als der Mitbewerber. Und das haben wir eben durch Tomorrow Unlock zum Beispiel versucht und auch erfolgreich umgesetzt. Eins der letzten Videos hat mittlerweile über 1 Million Views von der Doku. Und das ist eben ein wichtiges Learning. Zum anderen eben wirklich mal nutzen, wenn man jetzt einen Blog hat, dass man wirklich mal die Suchanfragen mal durchgeht, weil da verbirgen sich meiner Meinung nach immer noch so ein paar verborgene Schätze. Wenn man sieht, ah, okay, danach wird gesucht, obwohl es vielleicht auch gar nichts mit meinem Bereich zu tun hat. Aber es muss ja einen Grund geben, warum viele genau diese Suchanfrage stellen. Ein weiterer Punkt ist eben auch der enge Kontakt mit dem Support. Also wir haben eben wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem Support zusammen und fragen da natürlich auch nach, wo gibt es aktuell Probleme oder wie ist so das Feedback der Kunden? Und da können wir natürlich dann auch sehr schnell reagieren, sei es jetzt, dass wir selber einen Blogartikel erstellen mit einer Lösung oder einfach eben erklären, was das und das Feature eben bedeutet, welche Funktionen das Ganze eben hat und können da dementsprechend auch die Kunden abholen. Also auch das bietet einen Mehrwert. Also man muss, das ist so der Hauptpunkt, man muss einfach den Mehrwert liefern, den Kunden liefern, den Nutzen, den User liefern, die wiederkommen. Und das darf halt auch nicht immer nur Content von der Stange sein, sondern wirklich auch mal so ein bisschen out of the box. Ich glaube, mit den Learnings hast du auf jeden Fall anderen Unternehmen auch eine Inspiration für die eigene Social-Media-Strategie geben können. Und generell war es sehr spannend, einen Einblick in Social-Media-Marketing von Christian zu erhalten. Deswegen vielen Dank, dass du dir heute Zeit für das Interview genommen hast. Sehr gerne.